der Marke? Ui. Gut. Ja, ich weiß nicht, wie der Marker hin. Ich sehe ihn gerade irgendwie nicht. Diese Ripperklingen, ne? Die gehen mir langsam auf den Keks. Brauche ich so sehr wie nicht, war für mich gar nicht. Ah, da hinten kann ich noch was einsammeln. Den kann ich jetzt nicht. Hä? Möchte irgendwas machen? Ah ja. Ja. Okay. Kein Murra. So. Push. Da oben. Sie hier noch. Das dürfte es war so. Immer halt. So. Willst du mich jetzt veräppeln? Lass doch schneller schieben, Mensch. Über diese Arbeit hier. Oh.
jetzt mal gut. Ich kann es ja verstehen, sie wollen ihren Marker beschützen. Aber es ist schon nervig. Ganz ehrlich, es ist nervig. Lalalala. Wir trampeln durchs Gemüse, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden. Wir kennen das ja bestimmt. Drei Jahre später. Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verladen können. Der Schwerelosigkeit. Frachtlieferung 782 wird geladen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Yay, sofort. Auf der Stelle. Ich bin schon auf dem Weg. Komm an den Rand, Schnüffelche. Hier drüben! Wir dürfen keine Zeit verschwenden! Wir müssen es jetzt tun! Warte, Emilia! Wo gehst du hin? Warte! Was auch immer das war. Oder wäre immer das war. Er fliegt davon damit. Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Vela geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach EG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht.
Was für eine blöde Scheiße! Ich bin's, Nicole! Du musst mir helfen! Uns helfen! Sofort! Ich bin im Flugkontrollraum! Bitte, Isaac! Beeil dich! Bitte! Ich liebe dich! Ob das echt war? Aber die andere ist eine blöde Kuh, oder? Das habe ich jetzt richtig verstanden, dass die jetzt uns hier verarscht hat die ganze Zeit, oder? Entschuldigung. Ja, falsch. Da soll ich lang. So ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Ziemlich verarscht, komme ich mir eigentlich vor. Ach, nicht schon wieder die Viecher. Ernsthaft. Quatsch. Ja. Hier ist tot. Ja. Ja, ich habe mich daran gewöhnt, nicht mehr über solche Charaktere aufzuregen, weil es bringt einfach nichts. Es war irgendwie klar gewesen, dass die alle irgendwie entweder durchgedreht sind oder man halt irgendwie hintergangen wird, weil es dann doch immer der Glackmeierte. Da reißt man sich der Bobbes für alle auf und was ist? Man wird verraten. Isaac, bist du das wirklich? Jo. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wieder zu sehen. Gott, es tut mir so leid, so leid. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir weh zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern.